Hallo, ich bin Nico vom Debatte-Team und wir sind heute hier zu Besuch in Leipzig. Wir wollen uns hier an der Universität anschauen, wie künstliche Intelligenz in der Medizin eingesetzt wird und was es schon für konkrete Anwendungen gibt. Dazu treffen wir gleich Professor Thomas Neumuth, der uns unter anderem einen intelligenten Operationssaal zeigt. Und da gehen wir jetzt mal rein. Wie unterscheidet sich dieser Saal eigentlich von einem anderen Operationssaal? Was sehen wir hier mehr, was woanders nicht ist? Dieser Operationssaal weiß, was der Chirurg gerade als Arbeitsschritt tut und ist so intelligent, vorherzusehen, was er als nächstes tun wird. Und das ist das Besondere, was normale Operationssäle noch nicht können, dass die technischen Systeme benutzt werden durch den Chirurgen, aber erst auf quasi Kommando des Chirurgen. Und dieser Saal unterstützt den Chirurgen und auch die anderen Mitarbeiter des im Operationssaal dadurch, dass eine künstliche Intelligenz erkennt, was der aktuelle Arbeitsschritt ist und die nächsten Arbeitsschritte unterstützt werden und eingeleitet werden durch den Saal. Das heißt, alle Angst, die man haben muss, die Maschinen würden irgendwann selber operieren, der Arzt ist als Beruf vielleicht irgendwann überflüssig, stellt sich zumindest hier gar nicht. In der aktuellen Phase der technologischen Entwicklungen ist das kein Thema. Jeder von uns wünscht sich, glaube ich, immer noch einen Menschen, der gut ausgebildet dann die finale Entscheidung trifft. Aber wir wünschen uns natürlich auch als Patienten, aus Patientensicht, die Möglichkeit, dass der Arzt bestmöglich unterstützt wird bei der Ausführung seiner Aktivitäten, wenn er denn eine Entscheidung getroffen hat. Ja. Wir reden hier nicht über Systeme, die automatisch beispielsweise operieren und selbsttätig Entscheidungen treffen, sondern die künstliche Intelligenz wird dazu verwendet, den Arzt möglichst optimal zu unterstützen. Und ich darf selber heute Chirurg sein, haben Sie gesagt. Genau, genau. Also wir müssen dem Computer sagen, wo der Patient liegt und wie der Patient innen aussieht. Der Patient hat am vorangegangenen Tag, war er in der Radiologie, wurde beispielsweise ein CT, eine Computertomographie gemacht. Die ist im Rechner gespeichert, aber die müssen wir natürlich mit dem realen Patienten in Übereinklang bringen. Und das macht dieses Tool, wenn wir das beispielsweise auf die Nasenspitze setzen, zeigt uns das System, okay, das ist der digitale Datensatz aus dem CT und hier können wir überprüfen, ob der Computer genau weiß, wo der Patient liegt und ob das alles korrekt eingemessen ist. Ah ja, genau, hier die Nasenspitze. Genau, die Nasenspitze, ne? Genau, davon von der Frontalansicht. Genau, das sind die verschiedenen Ansichten, weil es wäre natürlich fatal, wenn das quasi der Computer in anderem der Meinung ist, wir sind an einem anderen Platz. Ja, und jetzt können Sie eigentlich damit beginnen zu operieren. Ja. Sie können das Endoskop nehmen. Sie sehen, der Saal weiß noch nicht, dass Sie das Endoskop genommen haben, oder beziehungsweise er weiß es, aber er hat es noch nicht umgeschaltet. Wir haben noch das vorherige System drauf. Genau. Aber sobald Sie das Endoskop in die Nähe des Patienten bringen, erkennt das der Saal und schaltet um. So. Ah ja, genau. Licht geht an. Das Licht vom Endoskop geht an. Das große Saallicht wird gedimmt, damit der Arzt sich besser auf den Endoskopschirm konzentrieren kann. Und Sie können jetzt in diese Höhlen hineingehen und auf Polypen hin untersuchen. Was im Hintergrund passiert, ist, der Saal dokumentiert die Arbeit. Das heißt, die Vorher-Nachher-Situation, was natürlich dann für die Abrechnung relevant ist, falls der Arzt nachweisen muss, dass er die entsprechend, welche Situation er vorgefunden hat und was er getan hat. Und im Hintergrund schreiben wir natürlich auch so eine Art Protokoll des Operationsverlaufes, um den Arzt dann später am Ende des Tages nach der OP bei der Dokumentation zu unterstützen. Ja. Und hier sehen Sie ein Bild, bei dem dargestellt ist, was die künstliche Intelligenz denkt, was sie gerade machen oder was der Chirurg gerade macht und was die nächsten Schritte sind. Sie können sich das so vorstellen wie ein Navigationssystem im Auto. Hier unten ist die Position, an der Sie sind und diese Wege, die hier zu erkennen sind, das sind die nächsten erwarteten Arbeitsschritte. Der Weg, der in der Mitte ist, ist der Arbeitsschritt, der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erwartet wird. Also dieser Pfad. Und die anderen Pfade wurden in vorangegangenen Operationen beobachtet, wurden gemessen durch das System und wurden durch das System auch eingelernt. Ja. Und welchen Weg der Chirurg jetzt geht, ist in seiner Verantwortung und in seiner Wahl. Das System folgt ihm. Okay. Das System kennt die Straßen und wenn es die Straßen noch nicht kennt, werden die gelernt und stehen dann dem nächsten Chirurgen bei der nächsten Operation wieder zur Verfügung.
Wir sind jetzt hier in einem anderen Bereich. Wir waren ja in der Chirurgie, jetzt sind wir in der Onkologie. Und das ist der Ort, wo die Medizinerinnen und Mediziner zusammenkommen und überlegen, wie man am besten einen Patienten, der Krebs hat, behandeln kann und vor allem, wie man mit der Unterstützung von der künstlichen Intelligenz die bestmögliche Behandlung vorschlagen kann. Und deswegen würden sich hier die Mediziner versammeln und gemeinsam auf dieses Tumorboard schauen. Und auf dem Tumorboard sehen wir jetzt zum Beispiel Max Mustermann. Max Mustermann hat Krebs. Max Mustermann hat Kehlkopfkrebs und ist zumindest hier in der Klinik und ist sicherlich schon behandelt worden, einzelne Untersuchungen wurden schon gemacht. Die Entscheidung wäre jetzt zu überlegen, wie kriegt man ihn wieder gesund? Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Genau. Und bei dieser Entscheidungsfindung unterstützt die künstliche Intelligenz. Mhm. Es gibt eine Vielzahl von Eigenschaften, die der Max Mustermann hat. Das heißt Blutwerte, Informationen aus der Bildgebung, beispielsweise Computertomographie oder MRT. Er hat Faktoren, die aus seiner Lebensqualität herkommen und aus seinem auch, wie soll ich sagen, Anwendung von verschiedenen Substanzen, beispielsweise ist er Raucher oder Alkoholiker. Das sind alles eine Vielzahl von Informationen, die in die Entscheidungsfindung mit einfließen müssen. Und der erste Schritt ist erstmal, diese Informationen zu systematisieren und zusammenzuführen, bevor dann die künstliche Intelligenz aus den Gesamtinformationen eine Entscheidung vorschlägt. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, dass es hier dass alle Ergebnisse, die man soweit hat, digital erfasst sind und die einfach zusammengetragen werden. Genau, also das, was sonst ein großer Papierstapel ist, der kopiert und ausgegeben werden muss, ist hier gemeinsam an Bord dran. Genau. Ja. Wir haben dieses System, zeigt diese Informationen an. Also wir haben natürlich die Fragestellung für den Patienten, wir haben eine Anamnese, das heißt eine Vorgeschichte und wir haben auch bereits einen onkologischen Verlauf für den Patienten. Das heißt, er war auch vorher bereits in unserer Klinik und hat eine gewisse Historie. Wir haben beispielsweise die verschiedenen Untersuchungen, die mit ihm durchgeführt wurden. Sie sehen hier die verschiedenen Daten. Gelegt halt hier zu dem Tag wurde ein CT, Thorax gemacht oder eine Szintigraphie beispielsweise. Oder wir haben die Laborwerte für diesen Patienten, wie sie in den vergangenen Tagen aufgenommen wurden. Und hier auch schon einige Hinweise darauf, auf welche Laborwerte der Arzt nochmal etwas genauer schauen sollte, indem sie mit Ampelfarben kodiert sind. Das Ganze kommt dann erst zur Geltung, wenn wir aus diesen gesamten vorliegenden Informationen eine Therapieentscheidung finden wollen. Und vorschlagen wollen. Und das macht dann die KI. Das heißt, wir haben, sie schlägt für den Patienten Max Mustermann aus der gesamten Bandbreite von möglichen Therapien eine vor, die am wahrscheinlichsten ihm helfen würde. Wie kann man sicherstellen, dass die vorgeschlagene Therapie auch wirklich die richtige ist und nicht vielleicht doch vorschnell Schlüsse gezogen hat? Und das wird darüber sichergestellt, dass der Arzt oder das Ärzte-Team, was den Patienten Max Mustermann beurteilt, die letztendlich Entscheidung trifft. Das System schlägt nicht automatisch eine Therapie vor und die wird dann automatisch angewendet, sondern die Ärzte mit ihrer ganzen Erfahrung, mit ihrem Bauchgefühl, was ja die KI in der Regel nicht abbilden kann, mit ihrem Erfahrungswissen, kennen diese Empfehlung. Und überprüfen die natürlich mit ihrem Erfahrungswissen und ihrem Bauchgefühl. Und wenn beides übereinstimmt, werden sie sicherlich der KI folgen. Wenn sie aber eine Abweichung feststellen, dann müssen sie sich auf die Suche nach den Ursachen begeben. Und das kann sein, dass zum Beispiel einzelne Informationen nicht vorliegen oder dass es neue Studienergebnisse gibt. Oder natürlich auch, dass in der Datenbank einzelne Informationen veraltet sind beispielsweise. Ja. Ganz einfach. Ja. Aber die letzte Entscheidung, was angewendet wird, trifft der Arzt.